Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Heute habe ich wieder LE News für euch. Das heißt Produkte, die jetzt kurzzeitig limitiert sind oder Kollektionen, die limitiert sind, die jetzt zu haben sind. Und ich habe wirklich alles Mögliche bei Rossmann DM gefunden und auch bei BH Cosmetics. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das jetzt einmal nachholen würdet. Es gibt hier mal 3 Videos jede Woche, immer rund um das Thema Beauty und Make-up. Und wenn ihr halt nichts mehr verpassen wollt, was in diese Richtung geht, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dann zukünftig immer dabei seid. Und wir starten als allererstes mit Alterra. Dort gibt es jetzt eine neue Reihe und ich weiß nicht genau, ob die limitiert ist oder nicht, aber ich habe sie auf jeden Fall exklusiv von den anderen Produkten gefunden und deswegen dachte ich, ist es vielleicht irgendwas Besonderes und zwar nennt die sich Sinnvoll. Alle Produkte dieser Reihe sind mit Feigenkaktusextrakt angereichert und der Slogan dieser Reihe ist sozusagen ohne Schnickschnack. Das Ganze ist ohne Farbstoffe, ohne synthetische Duftstoffe und pH hautneutral. Außerdem zertifiziert vegan und klimaneutral. Als erstes in dieser Reihe gibt es eine Gesichtsmaske. Zudem dann noch ein Reinigungsgel. Also ihr merkt, es ist alles so aufs Gesicht, auf die Gesichtspflege vor allem ausgelegt. Und zudem auch noch ein Serum und da habe ich auf jeden Fall auch gesehen, dass da schon Bewertungen da sind auf der Rossmann-Seite, die sehr, sehr gut aussehen. Und dann gibt es noch eine 24-Stunden Gesichtspflege, die halt auch Feuchtigkeit spenden soll. Dann aber jetzt auf jeden Fall eine Limited Edition und zwar auch von Alterra. Alterra ist ja Naturkosmetik und die Eigenmarke von Rossmann. Also ihr könnt das Ganze nur dort in den Filialen kaufen oder eben auch online bestellen. Ich habe jetzt gesehen, die Limited Edition ist auch online auf jeden Fall schon gelistet. Manchmal ist das ja so, dass wenn Limited Editions neu reinkommen, dass sie dann noch nicht online verfügbar sind. Das ist bei dieser jetzt auf jeden Fall der Fall und das ist die Upcycled Limited Edition von Alterra. In dieser Limited Edition gibt es nur Nagellacke und die sind alle mit Bio-Himbeeröl. Und bei mir durfte tatsächlich auch einer einziehen. Welcher genau, seht ihr dann in meinem monatlichen Haul, der kommt nächste Woche Montag online. Alle Nagellacke sind klimaneutral und die Verpackung ist halt recycelt, aus recycelten Materialien. Und zudem sind alle Nagellacke auch vegan. Die YouTuberin Kisu, beziehungsweise sie macht, glaube ich, eher weniger YouTube-Videos mittlerweile. Früher war sie in der Beauty-Szene auf YouTube sehr, sehr vertreten. Mittlerweile macht sie hauptsächlich so Instagram- und Mama-Content, weil sie ja auch Mama geworden ist, vor 2 Jahren, glaube ich. Und Kisu hat ihre eigene Reihe mit Rossmann zusammen in der Accessoire-Abteilung und es wechselt da das Sortiment sozusagen 2-mal jährlich, einmal immer zum Herbst-Winter hin und einmal eben für Frühling-Sommer gibt es immer Produkte. Und auch dieses Jahr gibt es wieder eine Kisu Rossmann Accessoire-Kollektion und da gibt es als erstes ein Scrunchie-Set und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Also es spricht mich total an von den Farben. Ich mag gerne dieses Rost, ich mag gerne Creme. Ist echt sehr, sehr hübsch und vor allem auch halt diese Scrunchies, die so eine Schleife haben. Ich habe davon schon ein paar. Finde ich immer sehr schön. Ist ja bei mir immer große Scrunchie-Liebe. Dann gibt es ein Ohrschmuckset, was auch vergoldet ist. Ich glaube, eigentlich alle Teile fast vom Schmuck sind in der Kollektion immer halt vergoldet. Beziehungsweise es gibt ja auch silberne Teile. Ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Auf jeden Fall gibt es so ein Set mit so halben Kreolen und so kleinen Palmensteckern. Und die Palmen sehen so süß aus, finde ich. Also mega niedlich, passt perfekt zum Sommerthema. Außerdem gibt es dann auch Sonnenbrillen in der Kollektion und zwar einmal eine Kindersonnenbrille und dann gibt es auch noch eine Sonnenbrille für Erwachsene. Man kann also sozusagen, wenn man ein Kind hat und diese Brille süß findet, dann halt im Partnerlook sozusagen mit seinem Kind diese Brille tragen. Das finde ich irgendwie halt auch total süß gemacht. Muss man halt schauen, ob man sowas mag. Außerdem gibt es dann noch ein Textilarmband mit diesen Quasten dran, was ich auch sehr süß finde. Es steht Love drin. Ich persönlich würde es nicht tragen, weil mich das so sehr nerven würde mit diesen Bändern, wisst ihr. Aber es tragen ja auch immer super viele Leute diese Festivalbänder und irgendwie ist das im Prinzip ja auch sowas. Also vielleicht stört euch persönlich das ja nicht. Außerdem gibt es dann, ich glaube wie fast immer, eigentlich ein Ringset. Kisu trägt ja selber auch total viele Ringe immer. Mich macht das auch so ein bisschen wahnsinnig. Ich finde es total faszinierend, wenn Leute auch so mehrere Ringe an den Fingern tragen können. Ich finde, das sieht total schön aus.
Ich trage immer nur meinen Ehering, aber so ganz viele, gerade wenn es dann auch solche Knöchelringe sind oder so, das brauche ich so, ich kann da nichts anfassen. Ja, schreibt mir super gerne mal, ob ihr viele Ringe tragt. Ich finde das total interessant. Und ja, es gibt auf jeden Fall dieses Ringset hier mit der Palme und mit der kleinen Perle und noch einen ohne alles. Finde ich auf jeden Fall sehr süß. Und als nächstes gibt es dann noch ein Ohrschmuckset. Da habt ihr zwei Earcuffs, heißen die ja, glaube ich, ne? Diese kleinen, die man halt auch hier so am Ohr entlang stecken kann, ohne die irgendwie so an einem Ohrloch zu befestigen. Und dann gibt es noch so kleine Mini-Kreolen, denen eine Perle angebracht ist. Finde ich auch sehr süß so zusammen. Auch so dieser Perlen-Earcuff, finde ich, ist mal was Besonderes. Ich weiß, dass die Frage kommen wird. Zu diesem Look hier wird es kein Video geben, aber ich verrate euch, mit welcher Palette ich das geschminkt habe. Und zwar mit dieser hier. Das ist eine neue Palette von Relove. Falls ihr euch das Video anschauen wollt, ich habe eine komplette Review Fullface-mäßig zur neuen Marke von Revolution gemacht. Die Palette ist nicht dabei, aber dann könnt ihr ja gerne mal da vorbeischauen. Ich habe nämlich momentan auch einen richtig coolen Rabattcode. Dann kommen wir jetzt zu BH Cosmetics. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich eine richtig limitierte Kollektion. Das ist bei BH Cosmetics ja sowieso immer so ein bisschen schwierig, weil manche Produkte sehen halt aus wie dauerhaftes Sortiment, verschwinden dann aber relativ schnell auch wieder. Also ja, das ganz, ganz feste Standardsortiment von BH Cosmetics, habe ich immer das Gefühl, ist sehr, sehr klein, auch wenn Produkte nicht als super limitierte Edition gekennzeichnet sind. Es geht um die Say It Collection und die gibt es tatsächlich erst ab heute, wo dieses Video online kommt, und das finde ich total cool. Zeichnet sich dadurch aus, dass sie komplett vegan ist und dass sie eine besonders reine Formulierung haben soll. Es klingt so ein bisschen wie Clean Beauty. Ich weiß nicht genau, was BH Cosmetics damit meint. Jedenfalls geht es darum, dass die ganze Kollektion dafür gemacht ist, dass wir mehr aus unserer Komfortzone raustreten, dass wir ein bisschen Farbe bekennen, ja, dass wir das tragen, was wir wollen, und die Farbzusammenstellung finden, die quasi aus unserem Herzen spricht, wenn wir uns ausdrücken wollen. Und das finde ich ist eine super schöne Idee. Einfach gefällt mir richtig gut. Gerade auch, ich liebe farbige Lidschatten, ich liebe knalliges, und das war nicht immer so, weil ich mich nicht getraut habe am Anfang und mir schon einen rosa Lippenstift, ich das Gefühl hatte, jeder guckt mich an. Ja, ich finde es total toll, wenn man sich einfach was traut und wenn Firmen sagen auch so, hey, ich gebe euch die Produkte, damit ihr euch was traut. Ja, auf jeden Fall gibt es sechs verschiedene Lidschattenpaletten, jeweils 9er-Paletten. Quadratische Paletten mit großen, runden 9er-Fännchen. Ich persönlich liebe solche Paletten. Das ist meine Lieblingsart von Palette tatsächlich. Und wie gesagt, es gibt sechs verschiedene. Let that shit go. Do not disturb. Off. Looking like a snack. Low-key love you. Und Optimistic AF. Diese Namen sind 16 Euro für eine 9er-Palette ist für BH Cosmetics schon auf jeden Fall teurer. Aber da sie ja besonders tolle Formulierungen haben sollen und auch komplett vegan sind, finde ich das auf jeden Fall trotzdem mega gut. Außerdem gibt es dann noch passend dazu in der Kollektion die Shimmerglosse. Und da sind halt auch Farben dabei, die ich sehr mutig finde. Sowas, was schon aussieht fast wie ein Schwarz. Dann so ein Mint, ein Pink, ein knalliges Rot, ein sehr, sehr warmes, helles Braun. Und ja, da sind auf jeden Fall besondere Farben, womit man auch aus seiner Komfortzone auf jeden Fall heraustreten würde, denke ich mal. Die meisten, denke ich mal. Finde ich sehr, sehr passend. Und dann gibt es noch ein Pinselset mit Tasche. Da ist ja BH Cosmetics auch ganz groß drin, sowas zu entwickeln. Und diese Tasche, da steht halt so richtig fett drauf, Say It. Und ich finde es einfach so cool. Das Pinselset besteht insgesamt aus sechs verschiedenen Pinseln. Und ja, die ganze Kollektion gefällt mir extrem gut, weil wirklich der Fokus auf ja schon einem bestimmten Produkt liegt, finde ich. Also auf farbigem Lidschatten. Ja, und der Rest ist halt drumherum gebaut und passt perfekt zusammen. Ich liebe ja, wenn das Konzept einfach aufgeht am Ende. Und bevor ich das vergesse, ich habe dieses Video jetzt natürlich relativ spät hochgeladen im Mai. Normalerweise gibt es ja auch Drogerie-News oft am Anfang des Monats. Diesmal hat es sich einfach nicht angeboten und deswegen möchte ich auf jeden Fall trotzdem die Chance nicht verpassen, euch nochmal die monatliche Geburtsstein-Palette von BH Cosmetics vorzustellen. Die ist auf jeden Fall limitiert auch. Und ja, es ist die Emerald of Formay-Palette. Sie fehlt in meiner Sammlung noch, genau wie die April-Palette. Ich wollte beide zusammen bestellen. Ich habe die ersten drei auch schon alle hier und ich finde, diese ist bis jetzt die schönste von allen. Muss ich ganz klar sagen. Ich finde das einfach total, total schön.
Außerdem habe ich noch ein Geschenkset gefunden auf der Rossmann-Online-Seite und zwar von Love und Ghoul zusammen, was ich eine spannende Kombination finde. Das ist das Face Hair Perfectly You Set. Das ganze Set beinhaltet das Ghoul Feuchtigkeitsaufbau-Shampoo, die Ghoul Feuchtigkeitsaufbau-Nährpflege-Spülung, Ghoul Haarparfüm I'm Sunshine, die Love and Lou Some Good Contouring Powder und das Love and Lou Some Good Shaping Brush. Also da ist wirklich einiges zu haben und Love ist an sich ja auch teurer und es ist gerade noch im Angebot. Also alles für 24 Euro finde ich hier auf jeden Fall auch mega. Außerdem gibt es noch eine neue Limited Edition von Rival Loves Me und zwar die Boho Wipes Limited Edition. Ich werde euch jetzt mal alle Produkte hier im Schnelldurchlauf einblenden. Es gibt einen Primer, es gibt einen Nagellack, außerdem eine Lidschattenpalette und ein Eyegloss und es gibt einen Baked Blush and Highlighter. Und all diese Produkte habe ich in einem Video mit euch zusammen getestet. Ich werde es euch hier oben beim i verlinken. Ihr könnt sehr gerne dort nach dem Video vorbeischauen. Außerdem gibt es eine neue Limited Edition von Real Techniques, habe ich bei Rossmann online entdeckt, aber manchmal stehen die auch in den Filialen. Ja, müsst ihr einfach mal schauen und zwar die Animalista Limited Edition. Da gibt es als erstes einen Duo Fiber Powder Brush, finde ich richtig cool. Generell mag ich die Pinsel von Real Techniques, auch wenn ich finde, dass die manchmal ziemlich teuer sind im Vergleich zu anderen, die auch wirklich gut sind. Dann gibt es den Round Blush Brush, außerdem noch einen Buffing Brush, also eigentlich einen sehr festgebundenen runden Pinsel. Und dann gibt es auch noch ein Augenset, das finde ich sogar sehr günstig, also 8,95 Euro kostet das, aber ihr bekommt zwei Pinsel von Real Techniques, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Und zwar ist da ein Blender Brush enthalten und ein Shader Brush enthalten. Und das letzte Produkt aus der Limited Edition ist ein Sponge. Ich mochte den Miracle Sponge von Real Techniques früher immer sehr, sehr gerne, dann haben sie irgendwann die Formulierung geändert und dann mochte ich ihn nicht mehr. Im Prinzip ist das jetzt der Miracle Complexion Sponge, also der ganz normale, aber in Pink. Und da ist so ein Leopard eingeprintet, was ich irgendwie auch ganz cool finde. Und der Preis müsste eigentlich der gleiche sein wie immer. Ich hoffe jetzt natürlich wie immer, dass das Video informativ und hilfreich für euch war. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!